Einen wunderschönen guten Tag. Mein Kaffee ist fertig, also können wir sofort loslegen. Und zwar viele meiner Freunde, Fotografen und auch Zuschauer haben mich gebeten, dass ich von Zeit zu Zeit einfach komplette Retusche mit euch durchgehe. Da habe ich mir gedacht, okay, warum nicht? Lass uns mal einfach loslegen. Wir retuschieren heute die Worte der schönen Christina, die ihr schon aus anderen Tutorials bei mir kennt. Und halt das Make-up, was Christina trägt, ist halt von der zauberhaften Rebecca. Beide Instagram-Accounts habe ich in meiner Beschreibung für euch verlinkt, damit ihr auch so vielleicht mal das Model buchen könnt. Die ist wirklich talentiert und kann sehr gut posen, ohne irgendwelche Anweisungen. Und die Rebecca macht wirklich gute Make-ups. Hannah hatte leider keine Zeit, deswegen halt ein anderes Make-up-Artist. Das ist auch sehr wichtig, gerade bei Fotografie, gerade wenn wir Porträts oder Fashion shooten, sollte man dementsprechend auch sich ein Netzwerk an Leuten zusammenschustern, mit denen man halt zusammenarbeitet. Okay, lass uns mal loslegen. Das ist die wunderschöne Christina. Ich finde die Augen immer noch traumhaft. Und zwar fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Wir gehen einmal ins Liquifier. Auch wenn das Foto relativ gut aussieht, ich habe da so zwei, drei Fehler, die ich definitiv auf jeden Fall korrigieren will. Das eine von den Fehlern sind tatsächlich die Augen. Von der Größe her passen die nicht so ganz zusammen. Deswegen gehe ich einmal da drüber. Das ist wirklich minimale Veränderung, aber die verändert das Ganze noch ein bisschen. So, zweite Sache, und da hat tatsächlich auch die Make-up-Artistin einen kleinen Fehler gemacht. Wie ihr seht, diese Seite der Lippe sieht komplett anders von der Linienführung als die andere Hälfte. Deswegen einmal kurz mit Liquifier nachbessern. Eine Sache, die ich halt zum Beispiel immer meinen Make-up-Artisten sagen, die Lippen bitte nicht übermalen, weil das können echt wenige Make-up-Artisten. Ich übermale es mal im Photoshop, bin dann halt schneller und das sieht besser aus. Lippen nachzeichnen ist tatsächlich relativ schwer, um da halt nicht zu übertreiben oder halt dementsprechend, damit das noch natürlich aussieht. Das ist aber eigentlich wirklich eine reine Übungssache. Ja, je öfter mal ihr sowas macht, desto einfacher fällt es euch, sowas zu machen. So. Und jetzt kommen wir zu einem Moment, zu einer Situation, wo ich das tatsächlich ein Stift-Tablet bevorzugen würde, im Gegensatz zu einem Display-Tablet. Wie viele von euch wissen, arbeite ich mit einem Cintiq Pro 32 Zoll von Wacom. Und da tatsächlich in diesem Moment, falsches Werkzeug, einmal zurück, in diesem Moment würde ich tatsächlich eher ein Stift-Tablet bevorzugen, weil da kann ich auf dem Display unabhängig zu meiner Fingerzeichnung nachvollziehen, was ich mache. Wie ihr seht, dieser Trick mit der Linie nachziehen, der Mundlinie, ist eine relativ einfache Kiste, aber man muss tatsächlich sehen, wo man drüber geht. Und deswegen verlenke ich mich nach meistens sehr bei der Liniennachzeichnung. Einmal die Unterlippe. So. So, das sieht schon mal viel besser aus. So, die Lippen sind korrigiert. Was ich noch gerne machen würde, ist tatsächlich ein bisschen den Hals schmaler machen. Minimal, also das ist wirklich, sagen wir, ein 2 cm Umfang ungefähr. Wirkt dann halt auch viel besser. Okay, dann kriegen wir einfach okay. Dann haben wir halt tatsächlich kleine Veränderungen gemacht. Die Lippe gefällt mir immer noch nicht, aber gut, da können wir uns später drum kümmern. So, jetzt fangen wir mit dem klassischen Vorgang, Frequenztrennung, einmal Aktion ausführen, damit man alle Ebenen zusammen hat. Wie ihr schon aus meinen anderen Tutorials wisst, arbeite ich mit Staub und Kratzer.
25% müsste passen, auch in diesem Fall. Ich denke eben mal Kaffee. So, und legen wir mal los. Gehen wir erstmal an die Fehler. Dank des Make-up-Artisten sind die Fehler nicht so viele. Trotzdem einmal mit Stempel drüber gehen oder mit Ausbessern und Werkzeug. Das ist tatsächlich euch überlassen, womit ihr arbeitet. Ich habe mich schon daran gewöhnt, dass ich tatsächlich mit Stempel arbeite, weil ich das besser kontrollieren kann. So. Irgendwann bei einem Shooting werde ich den hier entfernen. Die einige meinen Tutorials gesehen haben, haben gesehen, dass tatsächlich die wunderschöne Chrissy auch einige rote Flecken hat. Die wurden tatsächlich durch Make-up bedeckt, so dass man halt von der Arbeit her relativ wenige Fehler korrigieren muss. Und das ist das, was ich halt bei Models mit sehr guter Haut wirklich schätze, weil das vereinfacht und beschleunigt unsere Arbeit. Wenn wir dann halt dazu einen sehr guten, fähigen Make-up-Artisten dazu rechnen, verkürzt sich unsere Arbeitszeit beim Retuschieren tatsächlich, ich will jetzt nicht übertreiben, aber so mindestens um 30-40%, wo wir ja kürzer an einem Foto sitzen müssen. Alleine schon sagen wir, die gleiche Hautfarbe, die durchgehend im ganzen Gesicht ist, ist schon eine Vereinfachung, weil da auf der Color-Ebene müssen wir dann dementsprechend nicht so viel arbeiten. Und die ganzen, sagen wir, Farbenunterschieden, also so wie zum Beispiel jetzt bei Chrissy, die zwei, drei roten Flecken, die wir beim letzten Foto hatten, sind dann relativ gut verdeckt und wir müssen die nicht mehr korrigieren. Vor allem bei roter Farbe und Mischpinsel zieht sich das Ganze in die Länge. So, lass uns mal schauen. Habe ich noch was übersehen? Nein, obwohl ich hier tatsächlich noch mal dran gehen würde. Ich mache direkt auch, wenn ich schon mal dabei bin, die Anna in den Augen weg. So. Die untere ist weg, die obere ist weg. Linke Seite habe ich auch was gesehen. Dass ich so schnell retuschiere, das liegt nicht daran, dass ich es so gut kann. Es ist tatsächlich nur eine reine Übungssache. Also je öfter ihr euch Fotos retuschiert, ja, desto schneller seid ihr und desto schneller seht ihr auch gewisse Fehler. Gut, jetzt muss ich anfangen, tatsächlich in der Farbebene zu arbeiten. Wie ihr seht, trotz Make-ups haben wir kleine Unebenheiten, die wir tatsächlich nur mit dem Mischpinsel verändern können. So, meine Einstellung, ich werde tatsächlich den Auftrag ein bisschen erhöhen, so auf 15. Ja, ich weiß. So. Das Ganze ein bisschen größer machen. Ich will auch das Graue unter den Lippen weg haben. Die Schattierung stört mich nicht. Aber diese linke und rechte Seite, die da dementsprechend ja verschwunden waren, beziehungsweise ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Unter den Lippen haben wir immer einen Schatten. Also gerade dann, wenn Licht von oben kommt, wir auch von unten eine Konter geben, haben wir hier eine leichte Schattierung. Die will ich auch nicht verlieren, wenn ich hier sein soll. Aber ich will die, sagen wir, kontrollieren. So, um das so zu sagen. Ja, also hier gehe ich mal bisschen mit einem dicken Pinsel. So. Hier haben wir noch einen kleinen Fehler. Hier. Das Problem ist, dass wir jetzt gerade in diesem Moment, wo wir arbeiten, zerstören wir eigentlich die ganze Arbeit von unserer Make-up-Artistin. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Was sagt ihr? So.
Die Haut ist retuschiert, wir sehen noch schöne Struktur. Lass uns mal tatsächlich jetzt uns mit den Augen befassen. Wir machen eine neue Ebene, die aus allen Ebenen erstellt wurde. Machen wir die schwarz-weiß, entweder über Tastenkombination oder über eine Eigenschaftenebene, gehen auf sonstige Filter. Hochpass, ich denke in dem Fall wäre 2,1 eigentlich perfekt. So, okay. Einmal auf lineares Licht. So. Und ich mache das tatsächlich wirklich nur in für die Augenpartien. Ja. Einen weißen Pinsel mit 100% Deckkraft und 100% Fluss. Gehen wir einmal über die Iris. Schwarz auf Schweiß mal schwer. Ja. Okay, habe ich verstanden. So, einmal um die Augenpartien nicht vergessen. Also das ist wirklich sehr wichtig, dass wir da auch die Schärfe auf den Wimper bekommen. Das wirkt alles dann ein bisschen besser. So. Wenn ihr euch jetzt die Wirkung des Auges anschaut, nach diesem Nachschärfeprozess, das ist schon der Hammer. Ein zweites, was ich immer mit den Augen mache, ist immer die Gradationskurve, um halt das bestimmte Partien in den Augen aufzuhellen. Ja, ich muss mein Photoshop-Werkzeug aufräumen. Ich gehe da relativ auch hoch. Wieso? Ich kann letztendlich halt auch die Deckkraft anpassen, aber nehme einen Pinsel mit 20%. So, zweimal drüber gegangen, also so waren wir bei 40. So, das ist mir aber ein bisschen zu viel, weil es sieht schon mal fast spooky aus. Ich denke mal so bei 60, wenn wir ankommen, sieht das schon besser aus. Ja, und ich will tatsächlich einen leichten blauen Stich da geben, weil wenn man die Chrissy live erlebt, hat sie wirklich wunderschöne blaue Augen. Deswegen gehen wir kurz auf blau. Ein bisschen mehr Intensität, ein bisschen abdunkeln will ich nicht, ne. Ich glaube, so könnte es sein. Maske umdrehen. Wieder mal Pinsel. Wobei, jetzt nehme ich einfach 100%. Ich weiß, das Blaue ist total unnatürlich. Da kommen wir gleich. Nicht schimpfen direkt. Wir haben solche Sachen wie halt Deckkraft, mit der wir ja immer noch alles so ziemlich korrigieren müssen, können und dürfen und sollten sogar. Wenn wir jetzt auf die Augen gehen, die sind schon extrem. Ja, das ist immer noch zu viel. Ich wollte nur einen leichten Stich. So, das sieht, sagen wir ja schon, fast natürlich aus, ja. Die Chrissy hat gesagt, die wollte grüne Augen. Aber ich finde die blauen auch nicht schlecht. Lass uns mal grüne ausprobieren. Ich hoffe, dass die Models wirklich meine Tutorials nie sehen. Ich glaube, manche davon werden mich umbringen, wenn ich anfange rum zu simulieren, rum zu albern. So, I. Ja, ich mache das jetzt ein bisschen ungenau. Aber ich wollte einfach... Ach komm, das ist zu ungenau. So, ich will einfach gucken, wie die blauen Augen aussehen. Die grünen meine ich. Ich weiß nicht, ob ich nicht ein bisschen dunkler machen würde. Ein bisschen mehr Intensität und die Deckkraft. Hat aber auch was, ne? Also ich kann auch nachvollziehen, wieso Chrissy halt dementsprechend grüne Augen haben wollte. Ich bleibe trotzdem bei meinen blauen. Ich mag die blauen Stich. So, Augen haben wir soweit so gut, aber ich hätte gerne einmal nochmal diese schwarze Linie ums Auge, was ich schon mal erzählt habe. Dann mit 10% schwarzen Pinsel einmal auf Dutch and Ben Ebene drüber malen. Das ist wirklich 10%, ist sehr wenig, das ist kaum sichtbar.
So. Die alle eben packe ich jetzt einmal in eine Gruppe bzw. einen Ordner. Halt, es heißt Auge. So, dann gehen wir jetzt einmal an die Haare. Und dann gehen wir eigentlich nur in den Kamera-RAW-Filter. Ich mache das Bild ein bisschen kälter. Minimal. Gehe ein bisschen die Belichtung hoch. Lichter ein bisschen entfernen. Tiefen ein bisschen aufdrehen. Ich konzentriere mich jetzt tatsächlich bei dem Blick, bei dem Kamera-RAW, nur auf die Haare. Ich gebe ein bisschen mit Clarity hoch und ich gehe ein bisschen in Dynamik hoch. So, einmal auf OK. Einmal nur die Maske erstellen und jetzt die Haare mit 100% ausmalen. Wieso ich so oft mit 100% ausmale? Das liegt daran, dass ich jetzt gerade bei der Dusche von den einzelnen Partien wirklich auch nur die einzelnen Partien anfasse. Und dann dementsprechend kann ich mit 100% gehen, weil ich die Partien wirklich dann dementsprechend über die Kraft noch korrigieren kann. Lass uns mal schauen, vorher, nachher. Ja, ich habe einfach die Haare ein bisschen aufgehellt. Jetzt gehe ich einmal nochmal in die Tonwertkorrektur, um die Highlights in den Haaren wirklich so hervorzustechen. Und da übertreibe ich auch gerne. Das sieht auch wirklich im ersten Moment, wenn ich das mache, extrem beschissen. Um das auf gut Deutsch zu sagen. Dann nehme ich einen Pinsel mit 10% und gehe wirklich die Stellen, die wirklich nur diesen leichten, ihr seht das hoffentlich in dem Foto, diese Stellen, die wirklich aufgehellt werden müssen. Und da habe ich ein bisschen Raum dazu. So, auch hier würde ich jetzt kurz eine Dutch-and-Burn-Ebene erstellen. Das liegt daran, dass hier ein bisschen mehr das Ganze zu hell ist. Das sieht so aus, als ob Chrissy keine Haare da hätte. Ja? Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Lass uns mal das vorher nachher anschauen. Nicht erschrecken. An den Mund muss ich noch mal dran. Okay. Soweit so gut. Jetzt gehen wir, erstellen wir eine neue Gruppe. Die heißt danach Haare. Und jetzt lass uns mal überlegen, was. Wir brauchen jetzt eine Dutch and Burn Ebene. Also, wir müssen wirklich einige Sachen machen. Also, einmal die Konturen um das Gesicht. Also, die Stellen, die wirklich im Schatten sind. Einmal unter dem Mund. Das ist mir dann schon zu viel. Ich gehe dann nur mit 5% Fluss und 100% der Kraft. Ah, 0,5 ist auch noch zu viel. 0,3. Ja. Hier hebe ich das Ganze ein bisschen auf. Unter den Augenpartien gehe ich auch ein bisschen dran. Wichtig ist, dass wir hier zwischen dem Make-up und den Augenbrauen einen leichten aufgehellten Teil einbauen. Das Ganze können wir jetzt ein bisschen hier um die Augenpartien abdunkeln. Hier ein bisschen aufhellen, damit das Ganze nicht hervorsticht. Vielleicht die untere, die Partien, wo das Licht kommt, tatsächlich auch ein bisschen aufhellen. Das Mund muss ich echt gleich machen. Das ist so richtig spooky. Okay. Und jetzt spielen wir einfach noch mit der Farbe. Als erstes überlege ich tatsächlich, ob ich da nicht den Amber Look abnehme. Schauen wir, wie das aussieht. Das ist doch schon ein bisschen zu viel. Aber wenn ich das in weiches Licht umwandle, weiches Licht, ja.
Kann ich auch ein bisschen mit der Kraftkopf gehen. So, okay. Dann nehme ich aber auch schwarze Farbe mit 100% überall und gehe über die Augen. So, dann gehe ich auch hier über den Zähne, sonst vergilben die mir zu sehr. Okay, klar. Entschuldigung, mea culpa. So, lass uns mal einfach eine neue finale Ebene erstellen, aus allen Ebenen, die bis jetzt erstellt wurden. Gehen wir auf Liquifier und korrigieren wir nochmal das Mund, soweit es geht. So, dann gehen wir in Gesicht. So, lass uns mal das noch ein bisschen in den Ecken ein bisschen runterziehen. Irgendwas stört mich noch an diesem Bild. Und das sind diesmal nicht der Mund. Ich glaube, das ist tatsächlich... Ah, passt. Okay, dann lass uns mal kurz vorher nachher schauen. Vorher, nachher. Man kann natürlich auch die Fliegehärchen noch machen. Ja, die ganzen Fehler, die hier sind. Ob wir das jetzt mit einem Stempel machen oder mit dem Ausbesserungswerkzeug, ist das eigentlich egal, weil wir haben hier auch keine großen Lichtsprünge dementsprechend. Ja. Und dementsprechend ja, können wir dann noch die kleinen Fehlerchen, die wir übersehen haben, noch korrigieren. Aber zum Großen und Ganzen, wie gesagt, einmal vorher, einmal nachher. Ob man jetzt den goldenen Look mag oder nicht, ist dann halt jedem überlassen. Ich mag es, in diesen warmen Tönen zu arbeiten. Man muss es nicht mögen. Man kann auch tatsächlich das so lassen oder halt dementsprechend noch eine neue Ebene erstellen, die aus allen Ebenen besteht. Ja, also einmal neue Ebene. Man kann dann dementsprechend auch ohne Lookups arbeiten, zum Beispiel mit der Kamera RAW Filter kann man dann auch einiges noch korrigieren, wie zum Beispiel jetzt hier die Temperatur, ja, ich weiß nicht, ob das nicht besser aussehen würde. Vielleicht noch die Tiefen rausholen, ja, das Schwarze ein bisschen, um das kontrastreicher zu machen. Clarity muss nicht sein, bisschen die Dynamik. Dann halt in Color Grading kann man auch anfangen, so ein bisschen rumzuarbeiten, in den Mittelten, beispielsweise so ein bisschen in den Mittelten, dann eher so in den warmen Bereiche gehen. Ja, die auch minimal aufhören, in den Lichter auch vielleicht mal in warme Töne gehen, auch ein bisschen aufhören und dann zum Beispiel in Schatten in das Kalte gehen, ja, und dann haben wir halt so wirklich und die Schatten aber auch wirklich auch abdunkeln. Also wie gesagt, da muss man schon, sagen wir, also eigenen Look, eigenen Stil rausfinden und dann halt damit rumspielen. Wie gesagt, das ist dann jedem überlassen. Ich wollte mit euch einfach nochmal einen kompletten Workflow von mir durchgehen, wie ich die Fotos bearbeite, was ich damit mache und halt euch einfach zeigen, wie die komplette Retusche aussieht. Wie gesagt, bei mir dauert die durchschnittlich, ohne dass ich quatsche, an zwischen 10 bis 20 Minuten. Ist zwar keine Beauty-Retusche, sondern wirklich ganz normale Porträts-Retusche, aber das Foto lässt sich sehen. Ich finde das grandios.
Ich hoffe, dass die Chrissy, wenn ich ihr das Foto schicke, weiterhin mit mir shooten will. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ihr könnt auch das Kanal abonnieren, wenn ihr weitere Tricks, einige Informationen zum Thema Photoshop lernen wollt. Einfach abonnieren. Ich versuche jede Woche zwei, drei Videos für euch zu posten. Wünsche euch noch einen schönen Tag mit eurer Familie. Vielleicht ist das Wetter endlich mal gut. Das weiß ich noch nicht, weil das Video wird ein bisschen früher gedreht. Und ja, bleibt gesund. Bis dann. Euer Jan.